EA-Po Productions liest Norwegische Volksmärchen von Peter Christen Asbjørnsen und Jørgen Moe. Heute die drei Böcke Brausewind, die nach der Koppel gehen und sich fett machen wollten. Es waren einmal drei Böcke, die wollten nach der Koppel gehen und sich fett machen, und alle drei hießen sie Brausewind. Auf dem Wege aber war eine Brücke über einen Fluss, wo sie hinüber mussten, und unter der Brücke wohnt ein großer, abscheulicher Troll, der hatte Augen so groß wie zinnerne Teller und eine Nase so lang wie ein Hackenstiel. Zuerst kam der jüngste Bock Brausewind und wollte über die Brücke. »Tripp, trapp, tripp, trapp«, sagte es auf der Brücke. »Wer ist es, der auf meiner Brücke trippelt?«, rief der Troll. »Oh, es ist der kleinste Bock Brausewind. Ich wollte nur nach der Koppel und mich fett machen«, sagte der Bock mit ganz feiner Stimme. »Nun komm ich und hole dich«, rief der Troll. »Ach, hol mich nicht. Ich bin noch so klein«, sagte der Bock. »Wart bloß so lange, bis der andere Bock Brausewind kommt. Der ist viel größer als ich.« »Jawohl«, sagte der Troll. Nach einer Weile kam der andere Bock Brausewind und wollte über die Brücke. »Tripp, trapp, tripp, trapp«, sagte es auf der Brücke. »Wer ist es, der auf meiner Brücke trappelt?«, rief der Troll. »Oh, das ist der zweite Bock Brausewind. Ich wollte nur nach der Koppel und mich fett machen«, sagte der Bock. Der hat aber keine so feine Stimme. »Nun komme ich und hole dich«, rief der Troll. »Ach nein, hol mich nicht, wart noch ein bisschen, dann kommt noch der große Bock Brausewind, der ist viel größer als ich«, sagte der Bock. »Jawohl«, sagte der Troll. Nun dauerte es nicht lange, so kam der große Bock Brausewind an. »Tripp, trapp, tripp, trapp«, sagte es auf der Brücke, dass es nur so krachte. »Wer ist es, der auf meiner Brücke trampelt?«, rief der Troll. »Das ist der große Bock Brausewind«, sagte der Bock mit einer groben Stimme. »Nun komme ich und hole dich«, rief der Troll. »Ja, komm nur, ich habe zwei Speere beim Schopf, damit bohr ich die Augen dir aus dem Kopf. Ich habe zwei große Kieselsteine, damit zerquetsch ich dir Knochen und Beine«, sagte der Bock, und damit fuhr er auf den Trollen zu, stach ihm die Augen aus und zerquetschte ihm die Knochen im Leibe. Danach warf er ihn in den Fluss und ging dann mit den anderen nach der Koppel. Da wurden nun die Böcke so fett, dass sie nicht wieder nach Hause gehen konnten. Und ist das Fett nicht wieder von ihnen gegangen, so sind sie es noch. Und snipp, snapp, snut, so ist das Läuschen gut. EA Productions.